Mit der Parole »Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden« besetzten SA- und SS-Männer am 1. April 1933 in allen deutschen Großstädten die Eingänge von Kaufhäusern und Geschäften jüdischer Besitzer. Sie hinderten Kunden und Patienten auch am Betreten von Arztpraxen und Kanzleien jüdischer Ärzte und Rechtsanwälte. Dieser sogenannte Judenboykott war die erste flächendeckende, zentral koordinierte judenfeindliche Aktion der Nazis nach ihrer Machtergreifung in Deutschland. Die Mehrheit der Bevölkerung nahm den Boykott tatenlos hin. Einzelne beteiligten sich aktiv. Doch besonders in katholischen Gemeinden regte sich Widerstand gegen den Boykott. Die Bürger ließen sich durch die Nazis, die Gewalt androhten, nicht beirren und an ihrem Besuch von Läden und Praxen nicht hindern. Abends musste die Naziführung den Boykott aussetzen. Auch das Ausland, besonders die USA, hatten protestiert und drohten dem Dritten Reich, nun auch Waren aus Deutschland weltweit zu boykottieren. Nach 3 Tagen wurde der Boykott für beendet erklärt. Doch nun begannen die Nazis still und leise, zunächst alle Juden aus dem deutschen Staatsapparat hinauszuwerfen. Schon am 7. April setzten sie ein Gesetz in Kraft, das alle nicht-arischen Beamte in den Ruhestand beförderte. Jüdische Lehrer und Professoren verloren über Nacht ihre Arbeit. Auch wer jüdische Eltern oder Großeltern hatte, galt nach dem Gesetz fortan in Deutschland als nicht arisch. Dieser sogenannte Arier-Paragraph wurde bald auf den gesamten öffentlichen Dienst, schließlich auch auf fast alle anderen Berufsgruppen in Deutschland, ausgedehnt. Die Nationalsozialisten missbrauchten ihre politische Macht, um Gesetze zu machen, mit denen sie dann formal, legal die deutschen Juden aus dem öffentlichen Leben verbannen konnten. Hierzu diente auch das Gesetz gegen die nicht-arische Überfüllung von Hochschulen. Es trat am 25. April 1933 in Kraft. Es legte fest, dass nur eine Quote von 1,5% Nicht-Ariern pro Schule, Fakultät und Universität zugelassen wird. Diese Gesetzgebung zielte auf ein totales Ausbildungs- und Berufsverbot für Juden. Das Gesetz zur Reichskulturkammer schließlich grenzte ab dem 22. September 1933 alle jüdischen Künstler von jeglicher Tätigkeit in nichtjüdischen Kultureinrichtungen aus. Wie hier in der Reichsfilmkammer konnten nur noch Künstler ihren Beruf ausüben, die sich mit dem Gedankengut und den Taten der Nationalsozialisten arrangierten oder sogar ihre Parteigänger waren. Die quasi legalisierte Judenfeindlichkeit des Nazistaates führte dazu, dass schon 1933 rund 37.000 Juden Deutschland verließen, vornehmlich die Jungen, die Talentierten und die Intelligenten. Deutschland war zunehmend von allen guten Geistern verlassen. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Hauschke. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud.